Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levels Card 12, denn ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packen wir das Spiel Mario Tennis Aces für die Nintendo Switch aus. Ja, Mario auf den Nintendo-Konsolen schwingt wieder den Schläger. Ich habe das sehr gerne auf dem GameCube gezockt, Mario Power Tennis. Und es gab ja diverse Teile auf den Handhelds, wie den 3DS und den DS, glaube ich, auch. Und sogar Game Boy gab es Tennis. Und hier haben wir den neuesten Teil für die Nintendo Switch, Freunde. Auf dem Cover sehen wir hier den guten Mario. Und zusammen, ich würde sagen, zusammen mit Prinzessin Peach spielt er hier ein Doppel, Freunde. Und das Ganze sieht ziemlich bunt aus. Ich habe da vorhin ja schon die Demo gezockt, vor ungefähr einem Jahr oder so. Davon auch ein Levels-Zock-Video gemacht, werde ich dann in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr dann anschauen, Freunde, falls ihr Bock habt. Und so sieht das Ganze von der Seite aus. Furiose Tennis-Matches. Die besten Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, der gute Mario und die ganzen anderen Charaktere. Er ist auch dabei hier, oder? Ist das ein Gegner hier? Ja. Dann sehen wir hier. Erobere mit einem riesigen Repertoire an Techniken den Court. Setze angesammelte Energie im richtigen Moment ein, um zu gewinnen. Also auf dem GameCube habe ich das sehr gerne gezockt. Und zwar nicht diesen Hauptstory-Modus, sondern diese Minispiele. Die haben mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass diese Minispiele auch hier enthalten sind. Angriff und Abwehr. Zerstöre mit Zielschlägen den Schläger des Gegners. Ja, Bowser, halt dich fest. Erreiche mit dem Super Zeitlupen schwierige Bälle. Okay. Im Realmodus ist der Joy-Con der Schläger. Ja, wie halt auf der Wii oder Wii U kann man dann den Joy-Con schwingen als Tennisschläger, Freunde. Ja, ist jetzt hier, fokussiere mal richtig. Bestehe im Abenteuermodus, knifflige Prüfungen. Spannende Mehrspielerpartien jederzeit und überall. Gut, Mehrspieler habe ich jetzt kein Abo abgeschlossen. Misst dich mit anderen Spielern im Online-Spiel. Auch hier muss man sicher, das ist Nintendo Online. Ich glaube, das kostet ein Jahr 20 Euro, ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe schon Plus-Freunde jetzt noch für Nintendo Kohle auszugeben für Online-Zocken, naja. So, Spielmodus. 1 bis 4 Spieler kann man am Fernseher zocken. 1 bis 4 Spieler dann in dieser Form zocken. Und 1 bzw. 2 Spieler können dann hier an dem Screen zocken, Freunde. Ja. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Ich habe immer gerne dieses Dings gezockt auf dem GameCube, wo er halt gegen diese riesen Pflanzen Bälle wirft, Bälle schmeißt, als Tropfen dann auf diese Blumen und dann kann man dann diverse Kombos machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht als Minigame am meisten. So, gucken wir mal rein. So sieht die Karte aus und hier ist nochmal erklärt, L oder R kann man dann Mario zocken, welche Tasten was ist, leider kein Booklet oder ähnliches, aber so eine kleine Erklärung halt als Wendecover kann man sich dann gönnen, Freunde. Ja, Leute, ich bin sehr gespannt auf Mario Tennis Aces, weil mir Tennis generell sehr viel Spaß macht, sei es jetzt Virtua Tennis, sei es Topspin und oder sowas, so ein Fun-Tennis-Spiel wie Mario Tennis, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht und ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, hier bei Levels Card 1210. Ich sage bis demnächst, bye bye.